Auch in der Sportschau fängt das Trainerkarussell langsam an, sich zu drehen. Einige Entscheidungsspiele stehen schon an und die besonders aus dem Abstiegskampf. Damit hallo und herzlich willkommen zur Sportschau am vierten Spieltag der FIFA-Bundesliga. Gestern haben wir ein richtig geiles Topspiel gesehen zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. 1:2, das heißt, Marco Vinkes bleibt wohl vorerst im Amt. Und auch in der Sportschau, so viel kann ich vorher schon mal sagen, gibt es einige große Entscheidungen. Unter anderem der SC Paderborn, auch bislang noch punktlos gegen den FC Schalke 04. Die Frage, ob sich die Schalker im Meisterschaftsrennen weiter behaupten. Dann der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Ein richtungsweisendes Spiel in einer Partie, in der beide noch nicht so richtig wissen, ob es in diesem Jahr vielleicht sogar für was in Richtung Europa taugt oder ob es dann doch eine Mittelfeld-respektive Abstiegssaison wird. Union Berlin trifft auf Werder Bremen. Für Union geht es natürlich in dieser Saison ausschließlich um den Abstiegskampf. Auch da sieht es bislang noch nicht so mega rosig aus. Ein Dreier gegen Werder Bremen oder zumindest ein Punkt wäre Gold wert. Und dann noch Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg. Die Düsseldorfer auch fürchterlich gestartet bislang in dieser Saison, noch ohne Punkt, noch ohne Sieg. Dementsprechend wollen sie das Ganze gegen Wolfsburg heute ändern und müssen sie auch, weil ansonsten gerät auch Trainer Mikat Öztürk immer weiter in die Kritik. Mainz gegen Hertha ist dann heute unser Spiel des Tages, das schauen wir uns aber später erst an. Jetzt geben wir erstmal ab in die Stadien und wir starten in Paderborn bei Manu Meier. Viel Spaß! Thorsten Puls lädt ein in die Benteler Arena. Der tabellenletzte SC Paderborn hat den FC Schalke 04 mit Jan Kort zu Gast. Kein Punkt gegen optimale Punkteausbeute. Schalke ist aktuell Tabellendritter. Und die Königsblauen legen richtig gut los. 11. Minute, das ist Suazerda und schon steht es 1:0 für die Gäste. Jan Kort zeigt hier also früh, wo es lang gehen soll und Suazerda folgt ihm so, wie er sich das vorgestellt hat. 5 Minuten später, das ist Benito Raman, kommt mal mit Tempo durchs Zentrum, legt ab auf Amin Harit und schon steht es 2:0. Marc Uth erhöht. Und Schalke kriegt gar nicht genug. Die haben sich jetzt in einen Rausch gespielt. Wieder Marc Uth. 11 Meter gibt es für dieses Foul. Marc Uth hier wird klar gefällt. Die Entscheidung absolut korrekt. Und für Paderborn geht es mit einem Mann weniger weiter. Mohamed Dreger sieht für diese Szene dann auch noch rot. Meiner Meinung nach etwas überzogen. Aber jetzt wird es natürlich ein sehr, sehr hartes Spiel. Schalke erhöht auf 3:0 und Paderborn jetzt schon mit einem Mann weniger. 60 Minuten sind noch zu spielen. Und wenn man sich dann solche Fehler wie diesen hier erlaubt, dann ist es natürlich klar, dass ein Jan Kort sowas eiskalt ausspielt. 4:0 wieder mal gut. Und es sollte noch dicker kommen zur Pause. Benito Raman erhöht auf 5:0. Und jetzt sollte wohl auch dem letzten Zuschauer klar gewesen sein, dem letzten Paderborner klar geworden sein, dass das hier heute nicht gut enden wird. Und zwar überhaupt nicht gut. Kurz vor der Pause Amin Harit erhöht auf 6:0. Jan Kort zeigt auch wirklich keine Gnade mit seinem zu bemitleidenswerten Trainerkonkurrenten. Thorsten Puls 7:0, 56. Minute, nochmal Amin Harit. Danach gönnt sich Schalke eine kleine Verschnaufpause und somit auch Paderborn etwas Zeit, zumindest mal durchzuatmen und dann das 8:0 in der 77. Minute nochmal oben draufzulegen. Wieder ist es Amin Harit. Und einen hatten wir noch, 87. Benito Raman vorbei am Torwart. Und dann darf er auch nochmal, dachte er. Aber er trifft nur das Aluminium. Doch das 9:0 sollte noch folgen. Das liegt den Paderbornern nicht verspart. 9:0, Alessandro Schöpf. Und das war es dann auch. Also das einzig Positive, es wurde nicht zweistellig für Thorsten Puls. Jan Kort schießt die Paderborner aber mal sehr deftig.
Zwei Sorgenkinder im Aufwind, Jan Bramborski und Finn Hoffmann, standen sich also in der WWK-Arena gegenüber. Beide konnten am dritten Spieltag letzte Woche die ersten Saisonsiege einfahren. Augsburg in Bremen mit einem 3:2 und Frankfurt zu Hause gegen Düsseldorf. Erste Chance gehört dem FCA. Kapitän Daniel Bayer, wie man es von ihm kennt, gerne mal aus dem Rückraum, aus der Distanz mit einem Abschluss. Rund 5 Minuten später dann nochmal die Gäste am Zug. Gacinovic mit dem Aluminiumtreffer auf der anderen Seite. Der Konter des FCA läuft. Michael Gregoritsch schickt Alfred Finn Bogason. Doch dem fehlt die Ruhe vom Kasten der Frankfurter. Ein Führungstreffer wäre so wichtig für den FCA. Das gelingt ihnen zunächst nicht. 50. Minute in der zweiten Halbzeit. Die Frankfurter mit dem ersten Anlauf über Gelson Fernandes. Keine Gefahr für Tomasz Kubek. Im Gegenzug der FCA mit Rani Khedira. Einen schönen Abschluss. Doch ohne das letzte Quäntchen Glück der Innenpfosten steht den Rot-Grün-Weißen hier im Weg. Aber der FCA lässt nicht locker. Alfred Finn Bogason, Michael Gregoritsch. 62. Minute der Führungstreffer durch eine Co-Produktion der beiden Hauptdarsteller in der Augsburger Offensive am heutigen Nachmittag. Durchaus verdiente Führung. Nach einer guten Stunde für Jan Bramborski und seinen FCA. Schön herausgespielt und der Bann ist gebrochen. Das erste Heimtor für den FCA in dieser Saison gegen Union Berlin klappte das ja noch nicht. Aber das Spiel ist damit noch nicht gewonnen. 72. Minute, Silva frei vor Kubek, doch der Frankfurter Stürmer zieht den Kürzeren. 82. Minute, Khedira schaltet sich auch mal offensiv ein, spielt auf Finn Bogason. Und er hat dann die große Chance, hier alles klar zu machen, holt am Ende nur die Ecke. Und dieser darauffolgende Eckball bringt dann aber die Entscheidung durch Marek Suchy, den Neuzugang, den tschechischen Routinier in der Innenverteidigung, der den Deckel drauf macht und in ungewohnter Manier hier mal selber den Ball über die Linie drückt. Riesenjubel in der WWK-Arena, Riesenerlösung und auf der Gegenseite die Frankfurter natürlich bedient mit diesem Zwischenresultat, denn die bisherige Saison war ja alles andere als prickelnd. Man hat schon ein 7:1 in der Red Bull Arena unter anderem hinnehmen müssen und der FCA lässt nicht locker. Frankfurt macht jetzt hinten die Räume auf, schmeißt alles nach vorn, um vielleicht noch eine kleine Chance auf ein Unentschieden zu kriegen, beziehungsweise erstmal auf den Anschlusstreffer. Das gelingt ihnen in der letzten Chance, die wir hier sehen, nicht. Und kurz darauf zieht der Schiedsrichter einen Schlussstrich. Der FCA gewinnt gegen die Eintracht aus Frankfurt. Jan Bramborski schlägt Finn Hoffmann. Der FCA verschafft sich damit natürlich jetzt ein wenig Luft zu den Abstiegsplätzen, steht jetzt deutlich über dem Strich. Und bei den Gästen aus Frankfurt, bei den Adlern, geht der Blick tabellarisch jetzt eher nach unten. Die Frage ist, ob das die Ansprüche der Eintracht sind. Weiter bei Dennis Höse in Berlin. Die alte Försterei war an diesem Nachmittag komplett ausverkauft. Union Berlin empfing den SV Werder Bremen. Timo Neuse gegen Leon Narawitz. Und für beide ging es natürlich auch wieder Gutmachung. Beide Teams hatten ja letzte Woche ihre Spiele verloren. Dritte Minute, hier sahen wir die erste Möglichkeit für Union Polter. Dann ging es gleich weiter. Uja gegen Pavlenka. Pavlenka der Sieger. Und da kam es gleich nochmal zum Duell. Uja, Pavlenka pariert super und Uja köpft dann rüber. 20. Minute, dann Notbremse von dem Finnen Moisander und natürlich die Konsequenz glatt rot. Die Anfangsphase lief also bis dato für Union Berlin. Moisander gegen Becker und wie gesagt Moisander glatt rot. Dann 22. Minute, Union konnte bis dato nichts ausnutzen. Dann die nächste Möglichkeit und wieder Jiří Pavlenka da. 28. Minute, Rafael Gikiewicz. Also Bremen ist auch noch nicht ganz weg hier vom Fenster. Und die gehen tatsächlich in Unterzahl in Führung. Maximilian Eggestein, 29. Minute, das 1:0. Und boah, das ist natürlich richtig bitter. Du hast Chancen, du bist in Überzahl. Und trotzdem liegst du 1:0 zurück. 36. Minute, Uja gegen Pavlenka und natürlich dürfen Sie raten, wer der Sieger war. Jiří Pavlenka auf anderer Seite, Rafael Gikiewicz der Sieger und dann kam es nochmal. Eggestein und wieder ist der Ball im Netz, 2:0 für Bremen, Doppelpack in Unterzahl, Doppelpack Maxi Eggestein, 2:0 für Bremen und das auch noch natürlich vor der Halbzeit, bitter, bitter für Union Berlin.
Um dann kurz vor der Halbzeit hier nochmal eine Möglichkeit. Union aber nicht genutzt. 48. Minute, Gikiewicz zur Stelle. 50. Minute, Pavlenka wieder zur Stelle. Also die Torhüter konnten sich hier auszeichnen. Hauptsächlich aber irgendwie Pavlenka. 80. Minute, Bremen kommt nochmal durch. Das ist Julia Osako. Julia Osako, also zum 3:0. Oh Mann, das ist halt, wenn du als Aufsteiger letzten Endes dann Lehrgeld zahlst und dann kommt auch natürlich noch Pech dazu. Ja, mal hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. So sah es an diesem Nachmittag aus für Union Berlin, die hier Lehrgeld zahlen mussten. 0:3 in Überzahl, das ist natürlich bitter. Daran muss Union Berlin und Timo Neuse arbeiten und Glückwunsch an Bremen und Leon Narats. Wir geben weiter ins nächste Stadion. Herzlich willkommen aus Düsseldorf zur Partie Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg. Die Wölfe nach dem 4:1-Sieg gegen SC Paderborn wieder in der Spur, haben den ersten Sieg geholt. Und Düsseldorf nach dem 2:5 gegen Eintracht Frankfurt mächtig unter Druck hier. Und ja, das waren sie auch in der Anfangsphase hier gegen den VfL Wolfsburg. Erste gute Möglichkeit, Steffen mit dem Abschluss. Und Adams fälscht den Ball hier zum ersten Eckball für die Wölfe, ausgeführt von Alexander Arnold, und dann ist Wekosta der Schlussmann. Steffen keine Chance lässt und schon früh hier die Führung für den VfL Wolfsburg erzielt. Der 14. Gegentreffer für Fortuna Düsseldorf in der laufenden Saison, und sie sahen sich einem starken VfL entgegen. Nächste Möglichkeit, aber Memedi scheitert ebenfalls am Schlussmann, und dann kommt Gila Bucci mit einer Riesentat, vereitelt Steffen auch diese Szene. Guter Abschluss von Gila Bucci, aber bessere Parade vom Mann zwischen den Pfosten der Fortuna. Ja, und der Fortuna fiel nicht wirklich viel ein. Es spielte eigentlich nur der VfL. João Vitor auf Wekhorst, und Leon Thurnau wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Der Trainer des VfL, was seine Mannen hier an Chancen liegen gelassen haben, das wird ihm nicht gefallen haben. Andersrum, Mikat Öztürk natürlich sicherlich auch nicht zufrieden. Dann sah er diese Szene von Hennings. Aber Kuhn Kastetz war mit dem Ball nicht zu überwinden. Es kam wenig von der Fortuna. Der VfL spielbestimmende Mannschaft. Memedi in der 58. mit der nächsten Möglichkeit. Also es hätte gut und gerne 3, 4 oder gar 5-0 stehen können, / müssen. Das hat es aber nicht. Und somit war die Fortuna hier nach wie vor in dieser Partie drin. Arnold, dann Memedi abgeblockt, Suttner dazwischen, Abschluss trotzdem noch von Steffen, aber auch der ging ein ganzes Ende vorbei. Dann sehen wir noch diese Szene hier, Angriff der Fortuna über die rechte Seite, über Tommy, der schaut dann und bringt die Flanke, aber diese Flanke ist eben bezeichnend dafür, wie dieser Abend gegen den VfL Wolfsburg der Fortuna verlaufen ist. Weghorst nochmal mit der Hacke, der Versuch auf Memedi gelingt aber nicht. Und der VfL Wolfsburg kann sagen, dass man sich nach diesem 4:1-Erfolg gegen den SC Paderborn wirklich wieder in die Spur gehievt hat. Sie hatten Probleme am Anfang der Saison und sind jetzt aber drin mit dem zweiten Saisonsieg hier am vierten Spieltag. Denn es passierte nicht mehr viel. Die Fortuna hatte keine Ideen, war kreativlos. Und nach der 2:5-Packung gegen Eintracht Frankfurt gab es im Tier und heute an diesem Tag dieses 0:1 gegen den VfL Wolfsburg, welches komplett in Ordnung ging. Düsseldorf also unter Druck, mächtig unter Druck. Hier bleibt ein Tabellenkiller und der VfL Wolfsburg voll in der Spur. Fortuna Düsseldorf in dieser Saison also weiterhin punkt- und sieglos. Für sie sieht es richtig schlecht aus, aber für die Hertha auch. Und damit schauen wir mal ein bisschen auf das Spiel des Tages. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf Hertha BSC. Die Hauptstädter sind definitiv in der Krise. Die Ansprüche sind hoch, die Ansprüche gehen Richtung Europa. Dem werden sie bislang überhaupt gar nicht gerecht. Schauen wir mal auf die nackten
Fakten und nackten Zahlen. Aktuell steht Platz 16 in der Liga, damit steht man sogar hinter Stadtrivale Union Berlin. In dieser Saison ist man noch sieglos, 2 Niederlagen gab es, ein 0:0 Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg. Gerade mal 2 Tore wurden bisher gespielt, damit ist man unter anderem der schlechteste Angriff der Liga. Also es sieht überhaupt gar nicht gut aus für Trainer Hakim Apel und die Hertha und so langsam gerät auch er ins Schussfeld der Trainerkritiker. Ob er es heute besser machen kann gegen Mainz 05, es ist schon eine Art 6-Punkte-Spiel. Mainz, eine Mannschaft aktuell aus dem Mittelfeld, man könnte sich da unten raushieven. Wir sind gespannt, wie es wird und geben ab zu Stefan in die Mainzer Opel Arena. Herzlich willkommen aus der Opel Arena zum Spiel Mainz 05 gegen Hertha BSC. Andreas Schneider auf Mainzer Seiten gegen Hakim Apel auf Seiten der Hertha, die heute mit einem Sieg sich unten von den Abstiegsplätzen entfernen können. Die Mainzer wiederum mit der Möglichkeit, sich oben ranzurobben an die internationalen Plätze. Wir steigen ein in der 21. Minute. Fernandes im Zusammenspiel mit Mateta und Erstgenannter mit dem Führungstor. Bleibt dort eiskalt vor Rune Jahrstein und versenkt den Ball im langen Eck. Die Mainzer, die bislang einen guten Fußball spielen in der Saison. Hier sehen wir, Fernandes lässt Jahrstein da nicht den Hauch einer Chance. Aber auch Hertha mit einigen Möglichkeiten. Luke Bacchio nach einer halben Stunde hier mit dem ersten Abschluss. Der Neuzugang der Berliner. Auch die Mainzer immer wieder gefährlich vorne mit einzelnen Nadelstichen. Versuchen sie dort das zweite nachzusetzen. In der 44. Minute dann, kleiner Aufreger, aber ich denke mal, da muss man keinen Elfmeter pfeifen. André Duda dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, der tanzt durch die Mainzer Abwehr. Und Wladimir Darida in der Mitte vollendet zum 1:1. Ging natürlich aus Sicht der Mainzer viel zu einfach, so dürfen sie sich nicht beim Verteidigen anstellen. Die mitgereisten Fans haben allen Grund zum Jubeln. War eine schöne Aktion von Duda, der Darida in der Mitte sieht und der hat dann keine Schwierigkeiten, den Ball ins Tor zu schießen. 55. Minute, eine ähnliche Situation wie beim Ausgleich. Diesmal ist es Darida, der Luke Bacchio bedient und der Hertha in Führung schießt. 2:1. Gerade schon angesprochen, ähnliche Situation wie beim Ausgleich der Herthaner. Diesmal von der anderen Seite und wieder ist Luke Bacchio frei, der den Ball einfach nur mit rechts ins lange Eck schießen muss. Eine spannende zweite Halbzeit, wir steigen rein in der 70. Minute. Levin Öztunali über die rechte Seite gegen Marvin Plattenhardt. Da haben wir Fernandes und da ist Jean-Philippe Mateta, der dreht sich einmal im Strafraum und versenkt den Ball in der 71. Minute zum Ausgleich, 2:2. Daraufhin wurde es ein packendes Duell, Chancen auf beiden Seiten. Hier nochmal eine große Chance durch Mateta in der 87. Minute. Die letzte Chance der Mainzer, dann in der Nachspielzeit, über die rechte Seite ging es nochmal. Öztunali steckt auf Mateta durch, der vernascht sie alle und da ist Malong in der 92. Minute und der besorgt in allerletzter Sekunde den Sieg für die Mainzer. 3:2, also 5 Tore für den neutralen Zuschauer, eine super Partie, einen großen Unterhaltungswert und somit bleibt die Hertha also unten stecken im Abstiegskampf. Hakim Apel und sein Herthaner müssen sich was einfallen lassen, um demnächst wieder auf die Siegerstraße zu kommen. Für Mainz und Trainer Andreas Schneider ein wichtiger Sieg, um sich oben festzubeißen und im Kampf um die internationalen Plätze mitzureden. Die Mainzer gastieren nächste Woche auf Schalke in Gelsenkirchen bei Trainer Jan Kort und haben dort die Möglichkeit auf die nächsten 3 Punkte. Für Hakim Apel geht es im Heimspiel gegen den SC Paderborn und Trainer Thorsten Puls darum, sich ein bisschen Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. Das war's von hier aus Mainz. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich gebe ab und zurück ins Studio. Mainz schießt Hertha weiterhin in die Krise. Was für ein spannendes Spiel. Last-Minute-Action, alles war dabei. Richtig geile Kiste, 3:2 am Ende für den ersten FSV Mainz 05. Und für die Hertha spitzt sich das Ganze mittlerweile also zu 3 Niederlagen. Ein Unentschieden bislang aus 4 Spielen. Es steht weiterhin der 16. Tabellenplatz mit gerade einmal einem Zähler. Blicken wir mal rauf, was Hakim Apel danach auf der Pressekonferenz sagte. Er
hat wörtlich wiedergegeben, natürlich ist die Niederlage alles andere als optimal, wenn man nach 4 Spieltagen einen Punkt hat. Ich als Trainer sehe aber nicht viel, was man machen muss, um das Ruder rumzureißen, da ich einige gute Ansätze gesehen habe. Ich spüre von Seiten des Vereins vollste Unterstützung. Also hier ist zumindest ein möglicher Trainerwechsel zumindest schon mal im Unterbewussten auch Thema in den Medien. Und dann schreibt er, und Fakt ist auch, dass wir aufgrund des Spielplans hinter Union stehen. Sie hatten bisher keine großen Brocken, ausgenommen Leipzig und Dortmund. Und wir alle wissen, dass Dortmund derzeit auch die ein oder anderen Probleme hat. Wir hingegen haben 2 der 3 Meisterschaftskandidaten gespielt und dazu noch gegen 2 Teams, die Europa anpeilen. Wir werden am Ende der Saison vor Union stehen und alles dafür geben, die Derbys zu gewinnen. Also man sieht schon, diese Rivalität zwischen Hertha und Union, die ist auch in der FIFA-Bundesliga total präsent, und er gibt nochmal einen kleinen Seitenhieb mit, sowohl an Union Berlin als auch an Borussia Dortmund, wo man sich natürlich auch so ein bisschen fragen muss, ist das aktuell in der Lage von Hertha BSC rechtens? Also ihr könnt gerne jetzt mal in der Infokarte auch abstimmen, wen seht ihr momentan weiter vorn, die Hertha oder doch Union Berlin? Glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Wir werden dann das Ergebnis auf Social Media veröffentlichen. So, blicken wir jetzt aber mal ganz allgemein auf die Ergebnisse der Sportschau des heutigen Tages. Der FC Augsburg gewinnt mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Union Berlin siegt gegen Werder Bremen, verliert gegen Werder Bremen 0:3, so rum ist es richtig. Fortuna Düsseldorf verliert gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1, bleibt damit weiterhin ohne Punkt. Paderborn Schalke, das war fast abzusehen, 0:9. Am Ende gibt es eine richtige Packung für Thorsten Puls. Jan Kort bleibt obendran. Und Mainz gegen Hertha, gerade gesehen, mit 3:2 endet das Spiel pro Andreas Schneider und Mainz 0:5. Blicken wir einmal kurz auf die Tabelle. Der FC Schalke ganz vorne. Bayer Leverkusen spielt morgen noch, können also da wieder an den Schalkern mit der besseren Tordifferenz vorbeiziehen. Die Leipziger mit der Niederlage im Spiel gegen die Bayern, also jetzt nicht mehr auf Augenhöhe mit S04, dahinter Borussia Dortmund. Der FC Bayern mit Marco Winkes knabbert sich durch den wichtigen Sieg gegen Leipzig wieder ein bisschen oben ran. Dahinter dann Wolfsburg, Bremen, Augsburg und der erste FSV Mainz 05. Blättern wir um. Freiburg gefolgt von Köln, 1899, Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, auch bei denen läuft es noch nicht so richtig rund, Eintracht Frankfurt und dann eben genanntes Bild, der erste FC Union Berlin vor der Berliner Hertha und dann gefolgt von Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn noch punktlos auf den Abstiegsplätzen. Das war's mit der Sportschau, ich hoffe, sie hat euch gefallen, morgen unbedingt einschalten in der Konferenz, wenn wir richtig geile Topspiele haben, unter anderem Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen, direktes Duell da oben um die Meisterschaft, dann der erste FC Köln gegen Gladbach Derby, immer wieder interessant und 1899 Hoffenheim trifft auf den SC Freiburg, wer springt rein in die Europapokalplätze, ist die Frage hier. Also es ist einiges gesorgt und ich bin immer noch nicht fertig, denn wir haben einfach momentan so viel im Programm. Nachspielzeit, der FIFA-Bundesliga-Talk am Sonntag um 19.30 Uhr live auf YouTube und demnächst auch zum Nachhören als Podcast auf Spotify. Da ist Hakim Apel, der Trainer von Hertha BSC, zu Gast und da wird er sich mal richtig den Fragen unserer Moderatoren und Experten ausgesetzt sehen müssen. Also wir sind richtig gespannt, wie das Ganze läuft. Das war's erstmal von dieser Sendung und wir sehen uns morgen wieder in der Konferenz, denn die ist empfehlenswert. So viel schon mal vorweg. Bis dann, macht's gut, noch einen wunderschönen Tag und ciao.